Der Kart, wissen wir, hat ja auch in Krisenzeiten natürlich die Chance, nicht nur österreichweit, sondern auch regional zu arbeiten. Und für den Auftraggeber Leira und Graf, ein sehr großes niederösterreichisches Bauunternehmen, im Prinzip die Nummer 15 österreichweit sogar, macht natürlich lokal und regional die Kampagne zu führen sehr, sehr viel Sinn. Weil ich das natürlich dann auch in Niederösterreich, in Burgenland und in der Steiermark abrufen kann und gut besetzen. Aber man muss auch dazu sagen, natürlich hat diese Kampagne auch eine Unterstützung in einer Printfolge und sogar einem Imagevideo. Also es war schon ein bisschen mehr als nur Out-of-Home, aber natürlich eingereicht ist in Out-of-Home und wir freuen uns, wenn wir da gemeinsam vielleicht etwas abholen dürfen. Ja, so viel zu unserer Plakatwissenschaft. Stefan, vielleicht hast du noch irgendeinen schlauen Ja. Satz dazu. Ja, man kann ergänzen, dass man ja grundsätzlich immer plattformunabhängig reagieren bzw. konzeptionieren soll. Ja. Und natürlich gibt es sehr viele sehr konkrete Aufträge, und da heißt es dann eben Anzeigen, Plakate, Broschüren, Folder, Packaging und so weiter. Und eben auch die Online-Banner, Websites und Social-Media-Kampagnen. Ja, Tipp könnte man theoretisch auch gleich anführen, ja. Nur weil man momentan gerne vieles im digitalen Bereich sehen will, ist eine digitale Kampagne nicht immer unbedingt die richtige Lösung. Also da muss man dann auch wirklich, wirklich kundenspezifisch arbeiten.